Hallo zusammen und herzlich willkommen bei uns im Gartengemüsekiosk und herzlich willkommen zum Gartenrundgang Juli. Habt ihr eben auch diese schönen Aufnahmen von den Amselbabys und Amseleltern bewundert? Wir haben einige Amselnester hier im Garten und dem Gärtner ist es gelungen, diese herrlichen Aufnahmen zu machen. Aber das war nur ein Preview, also nur so eine Vorschau. Wir haben ein komplettes kleines süßes Video, das Amselkino haben wir es genannt, und das wird Mitte nächster Woche veröffentlicht. Aber für euch haben wir jetzt schon einen Link in der Infobox, ihr könnt es jetzt schon gucken. Ja, Gartenrundgang Juli, es ist heiß, der Sommer ist da, Gott sei Dank. Wir haben jede Menge Beeren ernten können. Ich habe hier zum Beispiel Himbeersirup, Josterbeerensirup, aber noch einiges anderes haben wir geerntet und auch draus gemacht, zum Gelee und Saft und Eis. Aber das seht ihr nachher bei den Beeren. Legen wir einfach mal los. Hier bei unserem Kräuterbeet wuchert es richtig gut. Ich habe allerdings hier und da einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar wäre jetzt im Juni, Juli eine gute Zeit gewesen, um die Kräuter runterzuschneiden, zu ernten, damit die nochmal aussprießen. Bei manchen habe ich es gemacht, wie beim Salbei. Super gut geklappt, der ist jetzt schön wieder neu hochgekommen. Bei der Zitronenmelisse war ich zu spät dran, die hätte ich vorher nochmal runterschneiden sollen, damit die wieder schön austreibt. Das hätte man gut machen können. Ein kleines Highlight möchte ich euch noch hier zeigen, und zwar die Zitronenverbene. Ich bin ein großer Fan von Zitronenverbene. Die steht jetzt hier. Wächst auch ganz gut. Ab und an ernte ich mal was und packe die Blätter klein gehackt einfach mit ins Gemüseessen, in die Gemüsepfanne oder auch in andere Gerichte. Es hat so ein feines, ja, zitroniges Aroma. Gartenmelde habe ich hier auch reingesetzt, aber irgendwie bin ich kein Fan von Gartenmelde. Die schmeckt nicht. Also raus damit. Weiter geht's. Jetzt stehe ich hier bei Hochbeet Nummer 1. Ich liebe ja diese bunt gefüllten Hochbeete, die der Gärtner immer macht, wo so verschiedene Sachen drin sind. Ich stehe hier vor Neuseeländer Spinat. Den werde ich nachher zum Essen noch ernten. Der entwickelt sich super. Dann werde ich nochmal bei den Möhren schauen. Zum Beispiel diese hier, aber da weiß ich, glaube ich, direkt rein. Das ist eine Milan. Mal gucken, wie die schmeckt. Man spricht ja nicht mit vollem Mund. Die schmeckt total süß und richtig knackig und frisch, absolut lecker. Dazu gibt es nachher noch ein paar Frühlingszwiebeln. Die Zucchini entwickelt sich prächtig, wie man das von Zucchini kennt. Wobei, wir haben eine da vorne stehen, die hat der Hagel oder Sturm total zerfetzt. Die ist quasi explodiert und ich glaube nicht, dass das nochmal was wird. Daneben haben wir Salate nachgepflanzt. Die wachsen jetzt ganz gut, wo das Netz drüber ist. Ihr habt gesehen, die Amseln sind hier richtig hochaktiv. Das hat auch einen guten Grund. Aber die haben alles kaputt gemacht und platt gemacht. Und die finden hier auch so jede Menge anderes Futter. Deswegen haben wir jetzt die Netze drüber. Jetzt stehe ich hier bei unserem Grillhaus, naja, wohl Gewächshaus. Es ist tierisch heiß da drin und ich möchte da jetzt nicht unbedingt reingehen. Aber trotzdem sollt ihr wissen, was da los ist. Wir haben da Auberginen stehen und die sind befallen mit Spinnmilben. Und wir haben vom Ralf den Tipp bekommen, das mal mit Nehmöl zu versuchen. Wir haben uns also Nehmöl besorgt. Link zu dem, was wir gekauft haben, ist unten in der Infobox. Haben die damit behandelt und hoffen jetzt, dass sie sich gut erholen. Ein paar Früchte haben die ja schon, die sollen aber noch ein bisschen Gas geben. Ich möchte mehr Auberginen. Und weiter hinten im Bereich haben wir noch die Paprikapflanzen stehen. Die sehen ganz gut aus und die verfärben sich auch schon. Ich freue mich schon auf den Grillabend mit genau der Ernte. Neben dem Gewächshaus geht es weiter mit den Bohnen und den Gurken. Ich sitze hier vorne bei unseren Einlegegurken. Erst war es ganz schön kühl und feucht, ein bisschen zu kühl. Und jetzt, wo es so heiß ist mehrmals gießen. So richtig explodieren tun die leider nicht, aber es hängen einige dran. Die größeren, die zu groß sind, die schon so ein bisschen gelblich werden, die schneiden wir auf. Die kriegen unsere Hühner so als Sommer, ja, Sommersnack oder Sommererfrischung, stehen die total drauf. Die Körner picken die mega gerne raus. Die schon etwas größer geworden sind, noch nicht so gelb sind, die nehmen wir gerne aufs Brot oder in Salat. Und die kleineren sind eigentlich die, die wir haben wollen, die dann eingelegt werden als Salzgurken oder Gewürzgurken. Aber ihr kennt das bestimmt selber, man kommt nicht immer schnell genug hinterher und zack sind sie irgendwie doch wieder groß geworden. Unsere Bohnen, unsere Stangenbohnen, wir haben hier die blaue Hilde, die Feuerbohne und hinten die Meterbohne stehen. Die wachsen ganz schön und da sind auch schon die ersten Bohnen dran. Die seht ihr jetzt gleich in der Detailaufnahme. Hier stehe ich jetzt bei unseren Schattenbeeten. Ihr seht jede Menge Beikräuter und dazwischen ein paar Gemüse. Hier hinter mir ist der Buchweizen, der wächst vor sich hin, da gibt es jetzt nicht ganz so viel zu sagen. Noch weiter hinten haben wir die zwei Yacon-Pflanzen stehen. Da machen wir so eine Art Experiment. Die stehen eher schattig und vorne haben wir welche, die sehr sonnig stehen. So Ende Herbst, Anfang Winter werden wir dann wohl sehen, ob da ein großer Unterschied ist oder eben nicht. Hier vorne haben wir Gemüsezwiebeln stehen und wir haben letztens gesehen, wie Gemüsezwiebeln richtig gut aussehen. Die brauchen definitiv Sonne und nicht so viel Regen. Und hier im Schatten hatten sie zu viel Regen und zu wenig Sonne. Hier vorne wächst noch der Sellerie, auch der, also der Stangensellerie, und auch der schwächelt.
Was nicht schwächelt, ist das unheimlich gesunde Beikraut vom Löwenzahn, lecker in Smoothies, wenn man nicht so viel reintut, weil pur schmeckt das echt bitter, was aber gut für die Leber sein soll. Hier vorne haben wir noch unsere Erbsen stehen, die Markererbsen und die Zuckerschoten, also Zuckererbsen. Mein Fazit ist definitiv, also wir hatten weiße Blüten und bunte Blüten, verschiedene Sorten. Die Zuckererbsen ernte ich am liebsten, so wenn sie ganz klein sind, schmal, entweder im Salat roh oder mal eben in die Pfanne gehauen. Und die Markererbsen, die kann man gut ausreifen lassen, die sind dann richtig fest, knackig, süß, total lecker. Die kommen jetzt aber raus, die haben ihre Zeit hinter sich und da wird jetzt Gründüngung eingesät. Hochbeet Nummer 3 ist auch voll am Wachsen. Hier vorne haben wir die Buschbohnen stehen und da gibt es auch schon einige Buschbohnen dran. Das heißt, jetzt regelmäßig danach gucken, regelmäßig beernten. Wir können die jetzt schon ein bisschen beernten und das mit ins Mittagessen packen. Hier vorne haben wir noch die Erdnüsse stehen und ich weiß nicht, die wachsen zwar oder die versuchen zu wachsen, aber ob das so richtig ist, ich weiß es nicht. Hier unterm Netz geschützt haben wir wieder für unseren fleißigen Amseleltern so einiges. Zum Beispiel die Zwiebeln und die Möhrchen, die sich ganz gut entwickeln und vielleicht erinnert ihr euch, genau, wir haben noch den Agretti hier, das Salzkraut. Ich habe das mal bei Self Bio unsere Bilder reingestellt und verlinkt. Vielleicht guckt ihr auch da mal rein. Vielleicht hat es ja auch jemand von euch und kann sich da auch dann beteiligen. Der Link auch unten in der Infobox. Die Rosa Akelei, von der wir das Saatgut hatten, hat mir auch geschrieben, du kannst es einfach zwischendurch abernten, Jen, mach einfach mal. Das heißt, ich habe jetzt hier oben so ein Teil abgebrochen und dann kann man das auch mal lecker in den Salat packen, kann man roh essen, kann man aber auch in die Pfanne schmeißen. Und das werden wir nachher tun. Dieses Salzkraut schmeckt sehr, sehr mild und sehr knackig. Ich finde es roh sehr lecker. Wenn man länger darauf rumkaut, dann, wobei das jetzt nicht zäh ist, es ist wie gesagt sehr mild, aber dann kommt so die salzige Note raus. Erinnert so ein bisschen an Meer. Hochbeet Nummer 2, wisst ihr ja, war voll mit Zwiebeln, aber ich glaube, da war es auch einfach zu feucht für. Die sind jetzt alle umgekippt und den großen Erfolg rechnen wir uns jetzt nicht hier aus. Aber die Nachkultur ist schon am Start. Zwischen Mitte Juli und Ende Juli kann man ganz gut Chinakohl aussehen. Und das wird die Nachkultur für dieses Beet werden. Wir hatten Chinakohl letztes Jahr auf dem bodengleichen Beet stehen und hatten da jede Menge Probleme mit Schnecken. Ich hoffe, wenn der Chinakohl dieses Jahr ins Hochbeet wandert, dass das Schneckenproblem etwas kleiner wird und er besser wachsen kann. Jetzt stehe ich hier bei dem Beet, wo letztens noch der Knoblauch drin stand. Könnt ihr euch noch erinnern? Gibt es ja auch ein Video zu. Als der rauskam, kamen die Erbsen rein. Und ihr wisst ja, wir stehen auf so eine zeitversetzte Ernte und die Saison möglichst auszunutzen. Jetzt haben wir die Zuckererbsen und die Markererbsen drin. Der Gärtner hat Mitte Juni die Zuckererbsen nochmal ausgesät in extra Töpfchen, also vorgezogen. Es war ein bisschen mehr Arbeit, aber so kann man die Saison besser ausnutzen und hat die direkt nach dem Knoblauch hier reingesät. Die wachsen jetzt ganz gut. Wir haben hier die Zucker und da die Markererbsen. Entweder können wir die im Herbst ernten oder vielleicht haben wir schon ein bisschen Glück und wir sind schon schneller dran. Vielleicht schon im September oder im August. Wir werden es sehen. Weiter geht's im Gemüsegarten. Hier vorne haben wir jetzt Buschbohnen stehen, so in Horsten gepflanzt zusammen. Die wachsen richtig gut. Da stand ja vorher der Spinat. Und daneben, wo wir die dicken Bohnen stehen hatten, ist jetzt noch ein bisschen Ringelblumen sind noch drin und da ist eine Gründüngung drin, und zwar die Phacelia. Auf der anderen Seite, wenn wir uns weiter drehen, dann haben wir hier noch unser Kohlbeet stehen. Da haben wir den Spitzkohl in Rot, da haben wir den grünen Spitzkohl, der ist ein bisschen geplatzt, aber ich glaube, den kriege ich trotzdem noch gut vererntet, schön in der Gemüsepfanne. Esse ich ganz gern mit so einem Masala-Gewürz. Dann haben wir dazwischen noch stehen die Gründüngung. Hier sind diese Leguminosen gemischt mit Phacelia drin. Und wir haben ja noch den letzten Blumenkohl, der auch startklar ist, bald geerntet zu werden. Und hier auf dem letzten Beet auf der Seite haben wir natürlich noch den Knollensellerie stehen. Den esse ich persönlich ganz gerne immer so als Gemüseschnitzel, aber die Ernte wird wohl erst im Herbst erfolgen, wenn wir zwischenzeitlich auch mal die Beikräuter rausrupfen. Unsere Himbeerfront, wenn man so möchte. Hier stehen unsere ganzen Sommerhimbeeren, die regelmäßig geschnitten werden, damit die gut tragen. Dieses Jahr haben die richtig gut getragen. Wir haben seit Anfang, Mitte Juli, glaube ich, regelmäßig Erdbeeren rausgeholt. Also alle 2-3 Tage wieder reingehen und neue rausholen. Insgesamt waren es, glaube ich, 3 so große Schüsseln. Wir blenden euch mal die Ernte ein und was wir daraus gemacht haben. Jetzt haben wir immer noch hier und da ein paar Himbeeren. Also es lohnt sich, alle 2 Tage nochmal durchzugehen, um jetzt zumindest noch eine Runde zu naschen. Die große Ernte ist bei uns jetzt hier vorbei. Auf der anderen Seite von unserem Gemüsebeet haben wir hier unterm Netz den Porree stehen. Der ist angehäufelt worden und gemulcht worden und sieht auch gut aus. Unter diesem Netz haben wir die Möhren. Da passiert jetzt nicht mehr so viel. Die werden jetzt nach und nach geerntet. Und hier auf der anderen Seite haben wir unser Wintergemüse stehen. Ja genau, die Schwarzwurzeln, die Pastinaken und die rote Beete. Und wenn ihr euch an den letzten Gartenrundgang erinnert, da ist doch eine Menge passiert in dem Monat, oder? Die haben sich so schnell und so gut entwickelt, das ist richtig toll. Ich denke mal, dass wir, oder hoffe mal, dass wir so Spätherbst, Anfang Winter die so bedarfsgerecht ernten können.
Nun sind wir in unserem Gartenteil Urban Gardening angekommen, wenn man so möchte. Hier vorne stehen noch zwei Aromakohls, sie sehen auch richtig gut aus. Wenn wir Richtung Gewächshäuschen gucken, sehen wir auf der rechten Seite den Palmkohl, der wächst auch ganz gut. Den verwende ich immer zwischendurch gerne für eine Gemüsepfanne. Und links vom Eingang haben wir die Auberginen stehen. Wir haben ja zum Test, zum Experiment zwei Auberginenpflanzen reingesetzt. Die haben auch Früchte und Fruchtansätze und die sehen gut aus. Die haben keine Spinnenmilben. Aber im Vergleich zum Gewächshaus haben die ein bisschen weniger Blüten. Naja, das ist auch so ein bisschen einfach eine Experimentphase. Im Gewächshaus selber haben wir die Paprika und die Schlangengurken. Und die Schlangengurken wachsen einfach super phänomenal. Wir können dauernd welche ernten. Wie gesagt, die kommen aufs Brot, in Salat oder wir machen Gurkensalat, so fein gehobelt mit Dill dabei, total lecker. Und ja, die weißen Tonnen kennt ihr ja mit unseren Kartoffeln. Dieses Jahr ist bei uns leider kein Kartoffeljahr. Wir haben die ersten Kisten schon mal abgeerntet und es war sehr enttäuschend. Wir würden gerne an der Stelle eine Umfrage starten. Hier oben könnt ihr mal abstimmen, wie euer Kartoffelanbau war. War es herzerfreuend, super toll oder eher mäßig oder katastrophal oder sogar fürchterlich? Tragt mal euren Kartoffelanbau dieses Jahr ein. Dann haben wir so eine kleine Übersicht. Hier in diesem Kübel vor mir habe ich ein paar Eisbergsalate. Wir haben im ganzen Garten verteilt überall ein paar Eisbergsalate eingepflanzt in verschiedenen Kübeln, um auch mal zu testen, wie die wachsen. Ich liebe einfach Eisbergsalat und ich wollte mehr Eisbergsalat im Garten haben. Manche stehen ein bisschen geschützter, manche unter Dach, manche ganz offen. Hier vorne auf der Seite haben wir den Romanesco. Ihr kennt diesen Fraktalkohl. Der ist auf jedem Teller einfach eine totale Augenweide, schmeckt milder als Blumenkohl und ist super lecker. Wir hatten den schon, die kleinen Röschen, einfach in der Gemüsepfanne. An der Stelle nochmal der Hinweis, wenn ihr gerne mehr von unseren Ernten sehen möchtet, was auf den Teller kommt, dann schaut mal in unseren Instagram-Account. Wir verlinken den auch unten in der Infobox. Da seht ihr alle paar Tage regelmäßig neue Impressionen aus unserem Garten. Seien es die Tiere, sei es die Ernte oder was auf den Teller kommt. Was sich ja im letzten Jahr bei uns gut bewährt hat, ist nach den Kartoffeln noch Kohlpflanzen zu setzen. Und so haben wir das hier auch gemacht. Hier sind die Kartoffeln raus und da haben wir jetzt schon Brokkoli eingesetzt. Wintergemüse. Hier vorne seht ihr Grünkohl und Rosenkohl und Rotkohl. Und dazwischen stehen überall in den Kübeln noch die Melonenpflanzen, die ordentlich ranken. Also wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir die nicht platt treten. Und wenn wir auf die rechte Seite rüberschauen, von euch aus gesehen, dann seht ihr unseren Misthügel oder unser Misthügelbeet. Und da wächst und wuchert es nur so. Da stehen ein paar Maispflanzen drin, ein paar jede Menge Kürbispflanzen, ein paar Zucchinipflanzen, Chiapflanzen. Da ist es ziemlich wild und irgendwo da drin dürfte auch noch eine Paprika stehen. Wir haben schon einige Zucchinis rausgeerntet und die Kürbisse sehen auch ganz gut aus. Lass uns mal den Partisan angucken. Seht ihr diesen kleinen weißen Kürbis, der so ein bisschen aussieht wie so ein UFO oder so? Wir haben mehrere davon und wir ernten die ganz gerne, wenn die noch so ganz jung und zart sind. Dann werden die so in Scheiben geschnitten, lecker mit Knoblauch und Kräutern mariniert und dann in die Pfanne oder vielleicht auch auf den Grill. Ich blende euch mal ein Bild ein von unserem letzten. Schauen wir mal hier drüben. Bohnen, Stangenbohnen kann man ja wunderbar an Gerüsten pflanzen, aber eine ganz tolle Geschichte ist auch einfach, wenn man einen Rosenbogen dafür nutzt. Wenn man vielleicht gerade keine Rose zur Hand hat, kann man hier auch wunderbar diese Böhnchen ranranken lassen. Und zum Ernten ist es auch ziemlich einfach. Mein Stolz, die Blumenwiese. Hier kommen immer wieder neue Blumen raus und jetzt kommen hier und da auch ein paar Sonnenblumen raus. Und ganz vorne sind die Lilien aufgegangen. Sind die nicht schön? Hier auf der anderen Seite stehen die Sojabohnen und auch die sind in Blüte gegangen, auch wenn deren Blüten viel, viel kleiner sind. Hochbeet Nummer 4. Vor dem Netz seht ihr ganz hinten die Gurke, die wird auch regelmäßig beerntet, so eine Landgurke. Die hat so ein paar Stacheln, aber die kann man ganz gut abmachen, die ist total lecker. Da in der Mitte ist ein Butternut, der so runterranken soll. Und hier auf der Seite sind die Zitronengurken. Hier kann man schon ein paar sehen, die müssen noch ein bisschen gelber werden. Die sind sehr fruchtig und perfekt für den Sommer. Unter dem Netz ist die Runde zweiter Kohl angesagt. Und zwar sind da die Brokkoli-Pflanzen drin, auf die ich ja so scharf bin. Die sind jetzt im Moment noch so groß ungefähr. Und der Spitzkohl ist noch drin. Auf der anderen Seite hier haben wir unser Maisfeld. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, das war ein Beet mit Pferdemist, das mit effektiven Mikroorganismen behandelt worden ist. Und da reingesetzt haben wir die verschiedenen Sorten von Mais, also früh, mittel, spät. Und an jeder Maispflanze ist eine so eine schwarze Trockenbohne gesetzt worden. Und wenn wir jetzt mal reinschauen ins Dickicht, es ist super gewachsen. Es ist jede Menge grün. An jeder Stange wachsen die Bohnen hoch, die haben auch Blüten dran. Richtig schönes Wachstum, richtig klasse, wir sind sehr zufrieden. Und da hinten an der Seite ist noch ein Kürbis und eine Chia-Pflanze. Und natürlich überall ein paar Blümchen, wie hier die Ringelblumen. Ich
Ich kann ja nicht verheimlichen, dass ich doch etwas stolz bin auf diesen Erfolg. Die Feigen kamen vom Topf in die Erde und sie haben es uns direkt gedankt. Wir haben ja schon 3 reife Feigen. Das ist die Morena, die ist so violett. Die sind sehr weich und die werde ich jetzt ernten und die werden wir gleich mal degustieren, also probieren. Das sind Delikatessen aus dem eigenen Garten. Tada! Wir haben jede Menge Basilikum im Anbau, wir essen den auch super gern und der macht sich auch richtig gut und ist ja auch ein Wachmacher dabei. Genauso wie die Paprika. Wir haben einiges an Paprika im Anbau und die sind richtig knackig und jetzt müssen die nur noch ein bisschen Farbe bekommen und die machen sich auch ganz gut. Unsere Tomaten, bin ich total stolz drauf, die haben sich gut der Kraut- und Braunfäule entgegengewendet. Die haben die gar nicht bekommen und sehen richtig gut aus. Und ich freue mich dieses Jahr extrem auf diese Sortenvielfalt, die wir dabei haben. Es sind so viele verschiedene Sorten und die sehen auch alle unterschiedlich aus. Und ich bin mega gespannt vom Geschmack her, wie da die Unterschiede sind. Ein paar sind schon reif, muss ich mal probieren. Hier zum Beispiel haben wir die Big Sweet Cherry. Ich habe Gott sei Dank hier alle Sorten immer auf so Schildchen geschrieben. Und da probieren wir mal. Die ist reif, die noch nicht so. Boah, die ist total süß, richtig gut. Hinter dem violetten Basilikum haben wir hier noch eine gelbe. Auch hier hinten, die ist gut. Wo ist das Schildchen? Wie heißt die? Das ist eine White Cherry. Die ist auch sehr lecker, weniger süß, aber aromatisch. Hier vor der Yellow Pearl Tomate haben wir die Melonenbirne gepflanzt. Wir haben die hinten nochmal in Kübeln, da haben die keine Blüte. Aber hier, schaut mal, da gibt es jetzt eine Blüte. Aber die hatten wir noch nie. Wird das noch was? Müssen wir irgendwas tun? Habt ihr einen Ratschlag? Hier rechts daneben, Max, schau mal, da haben wir das Gioglan oder Gigolan eingepflanzt. Das macht sich eigentlich ganz gut, aber ich habe gedacht, das wuchert vielleicht noch ein bisschen mehr. Naja, mal schauen. An dieser Stelle haben wir die Physalis wieder gepflanzt dieses Jahr und wir haben einiges an Blüten und jede Menge Fruchtansätze, aber die brauchen noch eine Weile. Dahinter sind wieder Tomaten und da ist auch die ein oder andere rote dabei, die man sich zum Frühstück oder zwischendurch mal zoppen kann, wie diese hier. Aber schaut mal hier auf die andere Seite, da haben wir noch die Yacon-Pflanzen stehen. Und das sind die beiden vom Experiment, von unserem Experiment, die richtig pralle Sonne abkriegen. Aber wie gesagt, die Auflösung oder unser Fazit können wir dann erst so, ich schätze mal, im November ziehen. Na, erkennt ihr das Gestrüpp hier? Genau, es ist eine Melonenpflanze. Und das Blattwerk sieht ziemlich gut aus. Ohne Pilz, wächst eigentlich ganz schön. Aber wir haben dennoch ein Problem. Und zwar, die Fruchtansätze, die wir dran haben, sind ziemlich klein. Und ab und an fallen die auch ab. Wir vermuten mal, dass es irgendwie ein bisschen zu kalt war. Aber ganz genau weiß ich das nicht. Vielleicht hat jemand von euch einen Tipp oder teilt das gleiche Schicksal, dass die Melone die Fruchtansätze einfach abwirft. Schreibt es mal bitte unten in die Kommentare. Das wäre super. Auch Stichwort Wassermelonen-Challenge 2016. Hey Davina, schau mal, deine Habaneros, guck mal, so sehen die aus. Und es sind tatsächlich schon ein paar rote dabei. Sie sind zwar klein, aber die sollen ja höllisch scharf sein. Wer von euch hat die auch? Und macht mal eine Aussage über die Schärfe. Wir haben noch eine andere Chili-Pflanze da drüben stehen und auch die hat die erste rote Schote. Ihr kennt das ja von uns. Wir haben immer wieder noch Jungpflanzen am Start und es wird immer nachgesät. Hier haben wir zum Beispiel die ganz kleinen. Das ist der Chinakohl, von dem ich eben schon gesprochen hatte. Dann haben wir noch Jungpflanzen von Winterblumenkohl und Brokkoli da. Die dürften dann auch bald pikiert werden. Und die etwas größeren Pflanzen, die Jungpflanzen, die ihr hinter seht, sind auch Brokkoli und Blumenkohl. Und wie eben schon erwähnt, wenn die Kartoffeltonnen abgeerntet werden, dann werden die nach und nach dort eingesetzt. Willkommen in unserer Obstwurst. Die meisten Pflanzen haben keine Früchte mehr dran, weil wir sie abgeerntet haben. Einige sind natürlich noch dran, wie dieser Apfel hier bei dem Apfelbaum. Dann haben wir noch die eine oder andere kleine Mirabelle, die aber eher aussehen wie Oliven. Das sind auch nicht viele. Der Pflaumenbaum hat uns dieses Jahr wieder im Stich gelassen. Und die Kirschen, naja, da waren ein paar wenige dran, die sehr lecker waren, aber mehr leider nicht. Was dafür erfolgreich war, waren die Josterbeeren. Da waren richtig viele dran, total lecker. Dann war sehr erfolgreich die Stachelbeere. Also ich muss sagen, die Stachelbeere ist dieses Jahr aus der Obstwurst meine Lieblingsbeere, weil die war richtig süß und total lecker, richtig gut. Dann hatten wir noch die weiße Johannisbeere, die war auch ertragreich, genauso wie die rote Johannisbeere. Die haben wir eingefroren, die kommen wieder in Smoothies oder wofür wir die dann gerade halt brauchen. Die schwarze Johannisbeere hatten wir natürlich auch dabei. Thank you.
Es ist soweit, die ersten Feigen dieses Jahr. Wie gesagt, das ist die Sorte Morena. Vielleicht habt ihr noch andere Feigensorten, die bei euch gut wachsen. Dann schreibt doch mal die Sorten in die Kommentare. Ich glaube, da haben wir alle was von. Jetzt machen wir die mal auf. Boah, das ist ja Wahnsinn. Seht ihr das? Oh, das Wasser läuft mir im Munde zusammen. Die auch. Und die? Ja. Das sieht richtig gut aus. Da muss ich erstmal ein Foto von machen. Was ihr dann wieder auf Instagram sehen könnt. Ich liebe es ja, mich durch den Garten zu naschen. Und ich habe die ganze Zeit auf diesen Moment gewartet, die Feigen zu probieren. Aber ich probiere nicht alleine. Der Gärtner probiert natürlich mit. Trommelwirbel. Boah. Und löst sich schon alleine aus der Schale raus. Schade, dass ihr das gerade nicht nachempfinden könnt, dass es kein Geschmacksfernsehen oder YouTube in dem Moment gibt. Die ist süß, die ist saftig, die ist lecker, die hat ihren eigenen Geschmack, die ist... Die ist einfach genial. Also das ist auf jeden Fall ein super Tipp. Wenn ihr noch keine Feige im Garten habt oder auf der Terrasse, macht es. Also guckt mal unten in die Kommentare. Ich hoffe, da haben sich einige Sortenempfehlungen für den Feigenanbau hierzulande gesammelt. Und schaut mal, welche Sorte euch zusagt und dann legt euch einen Feigenbaum an. Am Anfang hatten wir die ja in Töpfen mit Winterschutz und jetzt stehen die in der Erde. Feigen anbauen lohnt sich definitiv. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht, der Gartenrundgang Juli dieses Jahr. Und es gibt wahrscheinlich, wenn alles gut geht, ich bin ein bisschen aufgeregt, wenn alles gut geht, die Technik funktioniert und alles andere auch hinhaut, dann haben wir nächsten Sonntag ein super spannendes Video mal aus der Reihe. Also sowas hatten wir bisher noch nicht. Wenn das alles gut klappt, dann könnt ihr gespannt sein auf das Video nächsten Sonntag. Wir freuen uns natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr das auch zeigt, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt und das Video liked. Auch wenn ihr mal bei unserem Blog vorbeischaut, im Download-Bereich gibt es auch das ein oder andere nette Gimmick und auch da kann man kommentieren. Genauso, wenn ihr mal bei uns im Instagram-Account vorbeischaut, da findet ihr tagtäglich oder fast tagtäglich neue Impressionen aus Garten, Küche und was hier so abgeht. Wir haben euch natürlich noch was verlinkt zum Weitergucken. Einmal hier oben den Gartenrundgang Juli von 2015, also vom letzten Jahr, und hier unten den zweiten Teil. Der hatte nämlich zwei Teile. Bleibt nur noch zu sagen, frohes Garteln, frohes Einmachen oder Weiterverarbeiten und kommentieren und austauschen. Und dann würde ich sagen, die Spannung steigt. Bis zum nächsten Sonntag. Tschüss!